Hallo und herzlichst willkommen zurück zu Final Fantasy VIII Remastered. So. Ja, jetzt müssen wir uns aus Duleth hier verabschieden. Ja. Prinzipiell hätte ich jetzt gesagt, scheiß drauf. Wir machen das später mit den Karten. Aber das Problem ist, wir kommen später an eine Stelle. Okay, soll ich mich irgendwie hier verfangen? Wo wir auch nochmal Karten spielen können, sollen, wollen. Und da wäre es gut, wenn wir an dieser Stelle nicht Random Hand hätten. Das bedeutet... Tja, was bedeutet das jetzt? Ich meine, vom Prinzip haben wir eigentlich jetzt alles gemacht, was wir machen können. Es ist einfach nur Kacke mit Random Hand, ne? Ist egal, Leute. Ich mache jetzt einfach mit der... Oder? Ich weiß ja, Kartwandler, wie lange das dauert. Scheiße. Ist egal, komm. Wir fahren jetzt einfach mit der Story fort. Jetzt einfach mit der Story fort. So, unser Ziel, das haben wir schon mal gesehen, kurzzeitig. Da bin ich aber ganz schön abgedreht. Ich überlege noch mal ganz kurz, ob wir noch irgendwas Wichtiges jetzt haben, aber... Also ist nichts, was wir nicht noch später auch noch machen könnten, zumindest. Also von daher... warte mal, ja. Oh, da ist was. Ein Leuchtturm. Oh, das ist ein Schokobo-Wald. Geil. Okay, Lache, die war ein bisschen übertrieben jetzt. Gibt's. Oh, da ist was. Ach komm, wir machen jetzt weiter. Wir betreten jetzt einfach Ideas Haus. So. Also das Waisenhaus. So. Wohl auch nicht. So, mal gucken, wie stark meine Leute jetzt sind. Ist in Ordnung, auf jeden Fall. Also, 1600 Schaden zufügen, 1000 nochmal saugen. Ja. Kann man mitarbeiten. Oh, Tombri-Bärsch anfeuern, seht ihr? Das ist doch schön. So. Dann würde ich sagen, machen wir Erzschlag. Okay. Irgendjemand oder irgendetwas möchte nicht, dass wir das Waisenhaus betreten. Oh. Einfach null, ja. Dann ist das wohl so. Ach ja. So lässt sich's doch kämpfen. Irgendwie kommt mir der Ort bekannt vor. Okay.
Oh, okay. Na gut. Nun gut, dann ist das wohl so. Karbunkel beherrscht die HP plus 10%. Autoreflex, Körperzwang. Ah, Magiekopplung kann ich schaden. Sind wir ein bisschen flexibler dann. So, Freunde. Dann geh erstmal auf die Brücke zurück. Random Hand. So, wir werden in der Regel Random Hand aufhören. Obregel ist out, das ist richtig kacke. Aber immerhin ist jetzt Random Hand weg. Aber die... Ach, scheiß drauf. Komm, weiter, komm, komm. Wir müssen jetzt weiter hier. Gut. Okay, das war einfach die falsche Taste. So. Schau mal, Squall. Was glaubst du, was passiert? Der Feind dürfte uns auch entdeckt haben. Wenn nicht, werden wir zuerst zuschlagen. Kämpfe sind nicht zu... Die Hexe ist doch bei denen. Ist das der finale Kampf? Ich hoffe ja. Was mache ich zunächst? Ich muss Anweisungen geben. Aber zu viele Anweisungen verwirren die Schüler. Denk nach, wir haben keine Zeit. Triff die richtige Entscheidung. So... Vorbereitung für den... Angriff? Vorbereitung für die Verteidigung? Gut, über mich ist Latte. Ruth des Garns ist Latte. Freunde. Hot Dogs. Gut, ist natürlich ganz wichtig. Unterstufe. Keine weiteren. Squall, gib jetzt die Anweisungen durch. Hier spricht Squall. Dies ist ein Notfall. Hört bitte gut zu. Wir werden gleich mit galbadianischen Truppen konfrontiert. Schwertkämpfer der Klasse 2 zum Radparkplatz, mein Gott. MG-Lizenz Klasse 3 zum Außendeck im zweiten Stock und in Bereitschaft. Vergesst nicht, euch aufzuwärmen. Sie werden wahrscheinlich versuchen zu entern. Wir regeln das Tor und den Schulhof ab. Schüler, deren Einsatznummern mit 8 enden, kümmern sich um die Unterstufe. Das ist gemein, Squall. Warum? Karten? Das ist echt der falsche Zeitpunkt. Hinunter. Ich gehöre doch auch zu euch. Ja, sorry. Ich bitte dich, hey. Gun versus Hexe, die letzte Runde. Jetzt geht's los. Und was sollen wir konkret tun? Wir werden einzeln die anderen Schüler anweisen. Wenn Xell da ist, fangen wir an. Ach, Xell schläft wahrscheinlich. Er sagt, er hätte seit Tagen nicht mehr geschlafen. Ach ja, die eine Sache. Wovon redet ihr? Ist geheim. Was ist hier los? So lange können wir nicht warten. Ich werde in den Schulhof gehen. Mit mir kommen... genau die beiden. Ja. Ja gut, dann nehme ich mit. Für die Quizzes muss auf die anderen Schüler aufpassen. So.
Ne, die Selfie muss auf die anderen Schüler aufpassen. So. Austausch. So. Selfie, du suchst Cell und führst die Truppe am Hauttor an. Okay, okay, okay. Es ist noch Zeit, bis es soweit ist. Die GF braucht ihr noch nicht. Wir gehen in den Schulhof. Kommt alle mit. Hey, was ist mit Renoir? Renoir. Ich überlasse es euch. Na, ich würde sagen, dass wir uns erstmal heilen. Könnte vielleicht nicht schaden. Also Vita haut mittlerweile ganz schön rein. Also, Ding sagen. Okay. GF sind ja alle gekoppelt, oder? Ich guck nochmal schnell. Ah, die GF brauchen wir ja zunächst nicht, hat er ja gesagt. Ja, alle gekoppelt. Sehr gut. Verteilt euch, los, los, los! Was ist deine Kategorie? Anwärter Level 2, indirekter Zauber. MG-Qualifikation 1, Klasse also. Dein erste Klasse also. Dein Posten ist das Deck da vorne. Danke, Sir. Was ist mit euch? Feuereinheit, Level 3, Kadett. Selbe Feuereinheit, Level 1, Trainee. Ich bin vom Sanitätstrupp A. Ihr beide aufs Deck, du nach unten zur Verteidigungseinheit. Verstanden, verstanden, verstanden. Wir können auch kurz was machen, bevor es hier rund geht. Nämlich, das haben wir nämlich komplett vernachlässigt, weil sie einfach nicht in unserem Team bisher so oft war. Also Hyper-Vibra kann sie. Hyper-Vibra, so rum. Visionator kann sie. Mikrorakete kann sie jetzt. Und Gatling Gun kann sie jetzt auch. So. Man weiß ja nie, ne? Bin zu spät, bin zu spät! Auf deinen Posten. Ja, Sir. Ja, Sir. Okay, hier ist nichts mehr anscheinend. Gut. Meine Leute hier die Leviten lesen. Squall, benutzt das hier. Dankeschön. Alle Unterstufler zurück in die Klassenräume. Ich bin vom Item-Nachschubtrupp. Ich laufe zur Angriffstruppe, um ihnen Potions zu bringen. Das ist lieb. Bin ich aufgeregt? Nein, ich bin zu aufgeregt. Vitra-Versorger. Wenn du aufgeregt bist, verlierst du 20% Stärke. Ich habe endlich die Feuerzauberklasse erreicht. Sei nicht unachtsam, du verbrennst dich sonst. Erster Stock, bitte. Okay, hier geht's ganz schön rund. Was steht hier rum, hä? Okay, ich darf nicht mit denen reden. Squall, viel Glück. Wir geben euch allen Deckung. Okay, das sind echt viele. Wir sind alle bereit. Nun ist gut, es ist dein Verdienst. Eine Ehre, mit dir kämpfen zu können.
Squall, es ist gleich soweit. Vielleicht geht's hier richtig rund. Was ist das hier? Der Feind dringt durch die äußere Begrenzung ein. Vor allem an Stellen, die direkt ins Freie führen. Das Haupttor und der Schulhof. Dann speichern wir mal lieber. Nun gut. Ich im selben Trupp wie Squall? Das ist so aufregend. Okay, wir können einfach nur auf dem Schulhof, ne? Wir haben einfach keine andere Wahl. Ihr seid hierfür zuständig. Das sind aber so viele. Was soll da schon passieren? Alle herhören. Das ist bestimmt unser letzter Kampf. Wir müssen unbedingt gewinnen. Hey Squall, ich werde hier die Stellung halten. Ich dachte, du schläfst. Naja, ich habe deine Ansprache gehört und bin gleich aufgesprungen. Ich habe eine gerade Einsatznummer. Die Stellung hier ist doch okay. Hör zu, Squall. Komm mal kurz her. Oh wei. Ja? Du hast doch einen Ring. Ich weiß, es ist ein schlechter Zeitpunkt. Was ist? Schenkst du mir den? Nein, leihen mir einfach. Ich werde ihn nicht verlieren. Also, was ist? Was hast du vor? Ach, nichts Besonderes. Leihen mir einfach. Was zum... Das ist mein Lieblingsring. Naja, ausleihen kann ich ihn schon. Verliere nicht. Danke, Squall. Jetzt kann ich mein Gesicht wahren. Rinoa wird sich freuen. Auch freuen. Rinoa? Okay, Squall. Ich werde die Stellung hier halten. Hey, Xell ist hier. Ich werde mitkämpfen. Ich will nicht nur beschützt werden. Wenn ich dadurch jemanden beschützen kann, will ich ebenfalls mitkämpfen. Das soll das letzte Mal sein, dass hier Kämpfe stattfinden. Hm, verstehe. Hier könnte der Feind eindringen. Deswegen eine wichtige Stellung. Du hast es erkannt. Ich muss kämpfen, sonst werde ich nicht akzeptiert. Sei aber vorsichtig. Squall, komm bitte zurück auf die Brücke. Xell, halt hier alles beisammen. Yeah! Schau. Cypher befehligt die feindlichen Truppen. Das wird ein Frontalangriff. Kurs halten! Nach rechts! Wir kollidieren, hat er wieder gesagt. Ich war zu spät dran. Der Feind ist jetzt im Anflug. Einheit auf dem Schulhof. Aufpassen! Lauf nach links. Wir müssen sie gleich zu Beginn abfangen. Vergiss nicht, die GF zu koppeln. Machen wir alles. Ja gut, dann übernimmt der jetzt einfach 1:1 den Squall. Der muss einfach nicht heilen brauchen. Vorhin ist einfach nur...
überflüssig und dumm. Da wird die Selfie jetzt. Scheiße. Fuck, warte mal, wird die Selfie jetzt zu Renoir, wollte ich sagen. Ist richtig so jetzt, oder? Keine Ahnung, wird schon stimmen. Ah, die Renoir, die. Ne, die haut zu langsam zu, die Renoir. Komm, da ist die Selfie jetzt 6L. Nee, ich muss nochmal tauschen. So. Genau, Selfie ist jetzt Cell quasi. Ja. Trotzdem heilen. Und zur Sicherheit. Auf geht's! Lauf, lauf! Der Feind kommt von drüben! Hey! Nimm Renoir! Ich hab's von Squall. Ich werde dir das Gleiche machen. Warte also so lange. Wie hast du ihn überzeugt? Hm, ich hab nur gesagt, dass er es mir leihen soll. Cooles Teil. Aber zu groß. Mach das später! Genau. Nein, ich komme nicht ran. Wir müssen irgendetwas tun. Durchhalten, wir sind gleich zurück. Scheiße, gibt's da nichts, was wir tun können? Nur ist einfach nur ein Klotz am Bein, also nicht mehr und nicht weniger. Oh, ein grüner Soldat. Hm. Omega-Pille, das ist eine schöne, feine Sache. Okay, scheint nur alles ziemlich ruhig zu sein. Trotzdem sind hier Kämpfe. Hm. Oh, ist alles dabei. Grün, blau, rot. Und ein Hinterhalt. Scheint so eine super-duper Zaubereinheit zu sein, irgendwie. Das ging schnell. Oh, Diabolos ist aufgestiegen. HP plus 80, Magie plus 40, ist alles sehr schön. Ja. Zeitwandler, Zuschauer, immer hier. Komm, Zeitwandler. Squall, der Feind kommt vom Haupttor.
Dieselbe, die alte Schlägerin. Hey Squall, Rinoa ist... Sie fällt gleich vom Schulhof. Scheiße. Hörst du mich, Squall? Die Klassenräume werden angegriffen. Du hast einen Schüler von der Unterstufe. Sie brauchen schleunigst Hilfe. Der Feind, er dreht bei. Squall, denk an Rinoa. Ich weiß, Rinoa ist aber nicht die Einzige, die in Gefahr ist. Finde ich aber nicht nett, Squall. Rinoa ist doch... Ich muss 3 Gruppen bilden. Wer soll meine Truppe? ja. Warte mal, wer soll meine Truppe? Das ist eigentlich vollkommen Latte. Ist es... Ja, wie ich es vorher hatte. Das ist Irvine. Selfie, du bleibst hier bei Schuh. Okay, okay. Christus und Irvine, komm mit mir. Wir gehen zu den Klassenräumen. Und Xell, überleg dir, wie wir Rinoa retten können. Du holst sie auf jeden Fall da raus, okay? Yeah!